Hallo meine Freunde, hier bin ich wieder, als Freund der guten Unterhaltung. Ich bin der Buddy für alle Fälle und möchte mit euch heute ein, Shuttle bauen. Ich habe da auch schon mal was, ich habe da auch was vorbereitet, aber nicht das hier. Das ist unser Kühlschrank, den wir das letzte Mal hochgebaut haben. Buddy Vehicle, ja, hatte ich probiert, das ist aber nicht so gut gelaufen. Deswegen habe ich das mal Shuttle Nummer 1 genannt. Okay, und wie ihr sehen könnt, hat es schon eine Ähnlichkeit auf jeden Fall mit einem Space Shuttle. Ein Space Shuttle wird ja dann immer von einer Trägerrakete getragen. Die müssen wir dann natürlich auch noch anbauen. Und ich will das Ganze natürlich so realistisch und so echt wie möglich versuchen zu machen. Leider habe ich keine Vorlage von einem Shuttle. Deswegen müssen wir uns das wohl so ein bisschen denken dann. Und ich weiß auch nicht, ob die Fuel Tanks, die hier, das sind jeweils 3 Fuel Tanks, ob die irgendwie zusammen verknüpft werden können. Ja, das müssen wir alles noch rausfinden. Ich weiß gar nicht, was das hier kann. Aerospike Rocket. Das ist auf jeden Fall auch eine Engine. Dum, da, dum, da, dum. Es gibt gar keine so richtige Spitze, die hier vorne drauf passt. Ich hatte schon mal versucht, so eine Spitze zu finden. Die hier ist zu klein, das sieht komisch aus. Ein SAS-Modul bräuchte man natürlich auch. Sehe aber auch komisch aus, wenn wir das hier oben drauf machen. Dann gibt es hier noch so ein paar aerodynamische Sachen, die man verwenden kann. Hier Aerodynamic. Da habe ich gedacht, hier, das passt, aber die Nase ist zu klein. Ich glaube, man kann das auch nicht vergrößern, dann, dass das Teil hier auch direkt passt. Das Einzige, was passen würde, wäre diese komische Nase, aber die passt nicht ganz da drauf, leider. Sieht ein bisschen seltsam aus. Ja. Naja, wir können ja später noch dran rummodifizieren. Gerne nehme ich eure Vorschläge auch entgegen. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Flügel und was sich steuern lässt. Delta, ja, hier hinten drauf, auf jeden Fall. Ja, so. Hat ja schon viel Schönes, würde ich sagen. Ah, das wollte ich gar nicht. So, ja, genau, hier auf den Rücken, das kann man dann steuern. Dann, was haben wir hier? Delta Deluxe, genau, das war der Delta Deluxe. AV-Winglet. Ist das hier einer für die Seiten? Ne, das sieht nicht so aus. Der hier sieht größer aus. So einen müsste man dann quasi anbringen. Ich würde sagen, hier so ungefähr da. Und hinten noch ein paar kleinere Tail. Ach, das ist ein Tail. Oh. Ja, dann war ich hier falsch. Dann muss das hier eigentlich an die Seite. Ich tue das erstmal dahin und das Tail tue ich dahin, aber das Tail soll natürlich nur einmal vorhanden sein, nicht auf beiden Seiten. So, das ist die Schwanzflosse. Na, 3 brauchen wir nicht, 2 brauchen wir. So, auch hier an die Seite ran, da haben wir hier dann so ein paar Steuersachen, denke ich mal. Oh, die sind völlig daneben geraten. Sind jetzt ungefähr auf einer Ebene? Nee. Ach, dann muss ich doch wieder auf rund einstellen wahrscheinlich. Sonst passt es hier nicht ganz. Na, machen wir es mal so. Wie sieht es hier aus? Ach, muss ich einzeln anbringen, wie es aussieht. Alles muss man selber per Hand machen. Na, Delta Wing. Das ist genau an dem Schwarzen hier, denke ich mal, ist vielleicht das Beste. Welchen hat man denn jetzt? Den hier, ne? Nee. Verdammt, man muss natürlich auch dieselben nehmen, sonst passt es nachher nicht. Ja, so sieht's doch schon mal ganz gut aus. Braucht natürlich dann auch Räder zum Starten und Landen noch. Ungefähr auf der gleichen Höhe haben. Es muss aber trotzdem symmetrisch werden. Sonst passt es nachher nicht.
Auch nicht wirklich. So. Ja, so passt's doch. Dann können wir die hier auch nochmal... Ach, Manu. Können wir die auch nochmal so versuchen. Ja, jetzt... Jetzt sieht's doch ganz schicki aus. Okay. Hat schon ein bisschen was Space Shuttle-mäßiges. Klein wenig, wenigstens. Da braucht man natürlich auch noch Räder zum Landen. Utility? War das Utility? Oder was? Structure? Aerodynamic war es auf jeden Fall nicht. Ah ja, hier Utilities. Was ist das denn? Mobility Enchanter. Wer weiß, was das ist. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal ein Rad, ein Frontrad. Roval Max. Roval Max Model Dingsbums. Oh, die sind... die Räder sind aber ziemlich groß. Hier, das würde passen. Da müssen wir dann nur eine Möglichkeit finden, wie wir die hier anbringen am Space Shuttle, damit das auch schön hält. Da hätte ich mir vielleicht ein paar Tutorials vorher angucken sollen. Oh, hier. So. Scheiße. Ach, nee. Small Gear Bay. Das sieht doch aus, als könnte man das vorn anbringen. Und seitlich. So. So, ne? Ja. So sieht das doch mal nach was aus. Aber muss natürlich dann auch entsprechend so sein, dass man drauf landet, dass es genau mittig ist. Ja, das sieht gut aus. So, und dann brauchen wir natürlich noch auch an der Seite die entsprechenden Füße. Ja, natürlich die Frage aufwirft, kleine oder große? Zum Bremsen vielleicht besser einen großen. Aber die Space Shuttle Landeflächen sind ja nicht so riesig. Man kann auf jeden Fall ein riesen Mond Modul bauen, wie es aussieht, mit diesen großen Rädern. Ja, da bleibe ich doch lieber bei den kleinen hier. Ich denke mal, wenn man die an der richtigen Stelle befestigt, sollte man damit auch eine Landung hinbekommen. Irgendwie jedenfalls. Ja, oder auch nicht. Die zeigen zu weit nach außen. Ja, das ist natürlich... Das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit schon mal. Ausgefahren sind sie. Man will ja auch wieder landen. Ich meine, ich wollte schon immer mal so eine Landung bei Kerbel versuchen. Ne? So. Geht das ja meistens, aber... Ein Space Shuttle ist ja eigentlich da, um auf der Landebahn dann wieder landen zu können. Was haben wir hier noch? Ach ja, Lampen. Am Space Shuttle sind ja vielleicht Lampen nicht so schlecht. Gerade mal gucken. Sieht man denn, wo die hinzeigen? Was ist denn das? Das hier ist die Außenlampe oder das nach hinten? Nee. So? Ach, so sieht's doch gut aus. So, ne? So. So? Ja, so. So sieht's gut aus. Dann auf jede Seite eins. Oh, nee. Das ist wieder mit der Symmetrie, das haut nicht so hin. Oh, hier haben wir auch den Ausstieg. Da dürfen wir natürlich keine Lampe hinmachen. Dann machen wir es oben. Man kann die ja auch klonen, sehr schön. Damit unsere Kerbels auch Licht im Weltall haben, aber was sehen können, auf was sie zufliegen.
Okay, da haben wir ein bisschen Licht mit angebaut. Das wird dann das Buddy Shuttle, denke ich mal. Buddy. Buddy. Schuttle. So, und das speichern wir jetzt. Ha! Sieht doch... nein, den Flügel abgebrochen. Vom Buddy Shuttle. Das darf natürlich nicht sein. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus, als könnte es fliegen. Ich werde noch mich ein bisschen mit Shuttle-Technologie und Bau beschäftigen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, meine Buddies. Bis dahin. Tschüss. Es hat begonnen.